Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13, unserer Karriere hier mit dem FC Sion. Und ja, neue Aufnahmesession. Ich habe heute meinen ersten Urlaubstag und deswegen könnte es sein, dass ich auch während des Urlaubs noch eine zweite Aufnahmesession mache und ja, eventuell nicht ganz so aktuell auf eure Kommentare eingehen kann. Aber ihr müsst halt verstehen, ich habe 3 Wochen Urlaub, da muss ich ein bisschen hierfür schaffen, damit ich dann später ein bisschen mehr Zeit für meine anderen wichtigen privaten Dinge habe. Und ja, ansonsten wollte ich, glaube ich, das Spiel gegen die Young Boys Bern eigentlich live zeigen. Aber ich habe mich jetzt spontan entschieden, das doch per Sofortberechnung zu machen. Wir haben hier noch ein paar Spielerverkäufe, die wir in der Vergangenheit angeleiert haben, um nochmal ordentlich Geld reinzubekommen. Das ist gut. Ansonsten, Marcel Thoma, Seta hat jetzt auch ein Spielerbild, der generierte Jugendspieler, den wir von Zürich geholt haben. Das ist ein Torwart, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, von Barcelona. Ja, fällt gar nicht auf, ne? Ich glaube, das passt ganz gut zu einem Verteidiger. Von daher, wenn ihr ansonsten, wenn ihr auch Spielerbilder habt, die man gebrauchen könnte, wo man, die man zum Beispiel hier wie für unseren generierten Jugendspieler nutzen kann, dann könnt ihr mir die auch gerne unter die Kommentare schreiben und dann gucken wir, ob wir die, wo wir die hochladen können und ja, dass ich da auch eure Spielerbilder vielleicht mit einbinden kann und ihr auch darüber noch ein bisschen Einzug in dieses Let's Play habt. Ansonsten sind die View-Zahlen immer noch wirklich richtig gut für die Karriere, hätte ich so nicht erwartet. Mehr als ordentlich. Ich stelle jetzt gerade mal hier die Mannschaft ein bisschen auf, die zweite Mannschaft, damit die vielleicht eine Chance hat, auch bis zum Halbjahr ein paar Punkte zu machen, damit wir da eventuell, ja, auch gut aufgestellt sind, ne, so, ja, eigentlich sinnlos das zu machen, aber hey, wir haben ja sonst nichts zu tun, ne, Ferrati, Royer und Tomayo und hier ein Außenverteidiger, nehmen wir einfach mal den Martins. So, dann Kouassi, dann Ciero, glaube ich, und Ruti, dann Perrier hierhin, Akolo ist auch nicht so weit weg, ist sogar noch ein Stückchen stärker. Stärke auf der Position. Könnte er hier den Sechser machen? Er könnte den 52, ist nicht so stark. Sebastian Wüthrich kommt mal hier hin und dahin. Ansonsten Jate. Oh, alter Schwede, haben wir aus der. Auf der Außenbahn haben wir echt starke Spieler, muss man schon mal sagen. Also die ursprüngliche Mannschaft war nicht so schlecht. Allerdings, ihr wisst es ja, achte ich mehr so auf, ja, auf das Talent auch noch. Das ist mir schon nicht ganz unwichtig. So, im Sturm gibt es eventuell kleinere Probleme, weil alle guten Stürmer oben geblieben sind. Ansonsten gibt es auch noch auf der 6, auf der 10er Position ein kleineres Problemchen, aber an sich sieht die Mannschaft da solide aus und wie gesagt, wichtig ist ja unsere erste Mannschaft, Fekir leider nicht mit dem Talent ausgestattet, das ich gedacht hätte, dass er hat. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir da ein paar Spiele für ihn kriegen, vielleicht kriegt er ja sein Talent dadurch gesteigert. Ansonsten steht die Mannschaft soweit, würde ich sagen. Und wir probieren dann die ganzen jungen Spieler hier ranzuführen, aber jetzt erstmal, würde ich sagen, ins Spiel, damit wir da ein bisschen vorankommen und nicht zu viel Zeit verlieren. Gegen die Young Boys Bern wird bestimmt eine ganz knappe Kiste. Ich hoffe, der Fußballmanager ist gnädig mit uns. Kubo mit der Führung, mit dem 2:0. Okay, sieht nicht ganz so gut aus. Auch noch Eigentor von Wüthrich. Ja, gut, das sieht hier gar nicht gut aus. 0:3 hinten zur Halbzeit. 2 gelbe Karten, 2 Fünfernoten, das ist alles nicht so geil. Vielleicht war das Trainingslager ein bisschen ungünstig. Das sieht alles nicht so prickelnd aus, Freunde. Warte mal, den Naja, der kann das ja nicht wirklich mit dem Sechser, oder?
Warum haben wir denn hier keinen zweiten Sechser? Und wieso kann ich jetzt nicht sehen, was der Denier lernt? Was ist denn das für eine Scheiße? Naja, wechseln kann ich jetzt eh nicht mehr. Müssen wir jetzt so durch. Lukas Andersen mit dem Ehrentreffer. Und Kubo erhöht auf 4:1. Ja. Keine schöne Partie. Keine schöne Partie. Das habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Aber wir starten ja meistens schlecht in die Aufnahmesessions. Von daher ist es jetzt halt mal passiert. Was will man denn da machen? Kann man ja eh nicht ändern. So, noch ein paar Spielerverkäufe tätigen. Kouassi ist sehr beliebt. Wäre schön, wenn er nicht zu Zürich, also zur Konkurrenz geht, sondern irgendwo in eine andere Liga. Ja, das gibt direkt wieder Minuspunkte. Das ist ja dir wohl klar. So, machen wir weiter. So, Sivok. Van Anholt, Chuyung Park, geht René Weiler zum FC Luzern. René Weiler, der ja jetzt zu... Wo ist er hin? Ist der nach Basel oder Salzburg? Nee, Salzburg nicht. Der ist von Nürnberg zu Basel, ne? Kann das sein? Oder vertausche ich da gerade was? Hier taucht man natürlich noch nicht auf, weil viel Geld haben wir ja nicht in die Hand genommen. Zwar für uns verhältnismäßig viel Geld, aber es war alles im Grenzen und wir nehmen ja auch wieder genug Geld ein. Also da ist jegliche Kritik, falls die kommen sollte, definitiv nicht angebracht, Freunde. So, Rüfli, ne? Der Rüfli. Rüfli. Sieht gut aus, ich glaube, wir kriegen hier so gut wie alle Spieler weg. Kontostand ist auch noch solide. So, wollen wir mal gucken hier, was da noch geht da. Ich muss auch erstmal in die neue Aufnahmesession hier kommen. Das ist jetzt doch schon ein bisschen her, dass ich Fußballmanager aufgenommen habe. Ich glaube 2 Wochen. Nee, ist länger her als 2 Wochen. Ist deutlich länger her als 2 Wochen. Aber als letztes habe ich tatsächlich auch hier für Sion aufgenommen. Und davor hatte ich ja lange Aufnahmesessions zu Wolfsburg und ein bisschen noch zu Liverpool. Ja, ich habe schon viele Videos am Start. Das kann man nicht anders sagen. So, Außenruhe, intern Kritik bei Bern, die sind deutlich vor uns und die sind Zweiter und der Meister werden wir so und so nicht mehr. Dazu ist jetzt Basel schon zu weit weg. Das lief aber in meiner anderen Offscreen-Karriere, wo ich auch hier den Spielstand genommen habe und für mich ein bisschen gezockt habe, lief das deutlich besser. Da habe ich Sion zu einem echten Spitzenverein gemacht. Immerhin hat keiner eine Formkrise. Dann sieht das soweit doch trotzdem in Ordnung aus. Jetzt muss ich mal gucken. Er kann definitiv auch Sechser spielen. Aber lernt die Naya nicht den Sechser? Ja, siehst du, den lernt er doch. Deswegen war es richtig, dass wir die Naya da eingesetzt haben. Alles gut. Alles gut, Freunde. Nichts passiert. Niederlage nehmen wir hin, wie ein Mann. Und gucken, dass wir jetzt im nächsten Spiel alles besser machen. Spieler sind schon wieder verkauft worden. Den Piaka, den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Allerdings für ein bisschen weniger Geld, Freunde. Ich hoffe, das passt auch euch, dass ich den Piaka gern hätte. Steht ja in echt wohl vor dem Transfer zu Inter Mailand. Bei der EM, ja, hat er da gespielt? Ich glaube nicht, oder? Durfte er spielen? Ich weiß es nicht. So, das machen wir natürlich hier aktuell. Balmer schon 8,5 Millionen könnte man mit dem einnehmen. Das ist für unseren Verein eine Menge Geld. Damit können wir viel anfangen. So, Fekir. Mitchell Weiser. Sollte eigentlich Flanken verbessern, aber kann ich ihm nicht sagen. Das ist sehr schade. So, Dinaya. Yate, nee. Fekir, Riedewald, der Hut. Kümmert sich mal um Fekir. Ich hoffe, der kommt dann auch vom Talent her noch ran.
Nee, Dimitrios braucht man nicht. Petro Ramirez glaube ich auch nicht. Das müssen die in der zweiten Mannschaft untereinander regeln. Das ist mir vollkommen Wurst. So. Oh. Oh. So, Rüfli Stärke ist uninteressant. Wütrich ist auch uninteressant. So, vertragen sich ab jetzt wieder, das ist schön. Kein Verein an Kevin Martins interessiert. Dann müssen wir gucken, dass wir den vielleicht für 50.000 noch loswerden. Ansonsten mache ich direkt auf 0, weil, ne, was nützt das denn? Gut, der ist jetzt auch nicht so stark. Aber es gibt einen Verein, der will ihn, das ist gut. So, hier auch 50.000 erstmal, ansonsten können wir ja auf 25 runtergehen. Ein bisschen Geld versuchen wir immer noch einzunehmen. Er geht zum Beispiel nicht, das ist schade. So, hier auf 100.000. Dann gucken wir mal. 100.000 haben wir keinen. Herrera, der muss einen kriegen. Also das ist ein richtig guter. Wenn der keinen Abnehmer findet, dann weiß ich einfach nicht Bescheid, Freunde. Nee, es will keiner den Herrera. Ich verstehe es nicht. Warum? Wieso? Und weshalb? Und warum? Da fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Und dann fragt man sich, ja, woran hat es denn gelegen? Ja, ich kann das Video jetzt hier auch einbinden. Das ist ganz großes Kino. Wenn ich das nicht vergesse, mache ich das vielleicht. Aber warum mache ich denn Rüfli? Warum mache ich denn hier Rüfli? Der ist doch nicht mehr in der ersten Mannschaft. Da muss ich auch mal lernen, ein bisschen wacher zu sein. So, Kabasele, rechts außen 63, links außen 62. An Weiser und Andersen kommt er erstmal nicht vorbei. Der Hut Schweizer sieht solide aus. Da müssen wir noch nichts verändern. Wütrich nehmen wir jetzt mal raus, tun Ayeti wieder rein. Und ja, das sind die einzigen Änderungen. Dann gehen wir noch in die Taktik. Das Spiel hier nehmen wir auf jeden Fall noch mit, damit der Part nicht ganz so kurz ist, wenn ich schon kein Live-Spiel zeige. Ich versuche jetzt halt viel Sofortberechnung zu machen, damit wir schneller wegkommen. Wenn ihr mehr Live-Spiele sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal so, wie ich das denke. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir in einer der nächsten Aufnahmen... Wir liegen schon wieder 1-0 hinten. Was ist denn nur los? Freunde, sagt mal. Weiser, mach was. Hallo Mitch, du bist gefordert, Junge. Du bist einer der Stärksten hier in der Mannschaft. Mit 70 ist er der Stärkste, meine ich. Zusammen mit Balmer und Koch. Da muss da was gehen hier. Was ist denn da nur los, Freunde? Kommt schon. Ich verteile jetzt mal keine Kritik, sondern baue die Jungs mal auf. Für Kritik sind wir scheinbar noch nicht zu weit. So, Konaté hat nichts gerissen. Dafür kommt Asifua. Ich hoffe, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, nachdem der Kommentar kam, wie man den richtig ausspricht. Aber ich habe es mir schon wieder nicht gemerkt. Das ist ganz toll, ne? So, Kabasele kommt rein. Von dem erhoffe ich mir dann doch immer mehr. So, kommt jetzt. Kommt schon. 2-0, Sadik. Ey, das gibt es einfach nicht. Was mache ich denn verkehrt? Schneuvli, 3-0. Ja, wunderbar. Was ist hier los? Was ist hier los? Wieso gewinnen wir nicht mehr? Was ist denn hier los? Hallo? Dit versteh, wer will, du. Mann, ey, das gibt es nicht. Nach vorne ist der Zug definitiv abgefahren. Was machen wir denn hier nur, Mensch? Also, wir haben ja nicht so viel Geld. Ja. Dann müssen wir das machen, was wir uns leisten können. Würde ich sagen, nochmal der Fitness-Parcours.
Mann, Jungs, ey, kommt schon. Wir müssen doch hier mal einen Sieg holen. Das ist doch nicht zu fassen. So, ich bleib erstmal bei dem Geld. Zack, 50.000, sieht gut aus. 50.000 sieht gut aus. Den werden wir auf jeden Fall auch noch in Anführungszeichen los. Piaka, müssen wir ein bisschen mehr zahlen. Machen wir 400.000, dann müsste das passen. Dann haben wir das nächste Talent für die Außenbahn. Dann sind wir da mehr als gut genug besetzt. Und dann heißt das gleichzeitig aber auch das wahrscheinliche Ende für Nabil Fekir. So, aber Piaka ist halt ein Riesentalent. Du wirst langsam an das Team herangeführt. Nationalspieler, 50.000. Bei Abstieg darfst du gehen. Soweit sollte es dann, denke ich, nicht kommen. So, hier machen wir 1.500. Ist dort oben so schön vorgegeben. So, 150. Und dann ist das ein akzeptabler Vertrag. Dann müsste das ja passen, ne? So, im Hintergrund ein bisschen irische Musik. So, jetzt haben wir die ersten Formkrisen. Auch noch beide Stürme. Eieieiei. Das ist ja nicht zu fassen. So, Piaka ist noch nicht da. Aber ich denke, das wird dann die nächste Woche passieren. Wir machen hier den Schlüsselanhänger, nehmen das Duschgel noch auf. Ich muss mich hier auch erstmal dran gewöhnen. Wie gesagt, in meiner Karriere, die ich offscreen hier mit Sion spiele, dann ist Sion eine echte Fußballmacht, die regelmäßig an der Champions League teilnimmt, mittlerweile auch Riesenumbrüche hinter sich hat. Ich habe erst ein bisschen gute Spieler geholt, also sehr, sehr gute Spieler für die Verhältnisse der Schweizer Liga. Dann habe ich die teuer verkauft und mit dem Geld Infrastruktur ausgebaut und ja, dadurch dann Jugendspieler bekommen. Und jetzt bin ich so auf dem Trip, dass wir die Jugendspieler ranführen. So wie ich das eigentlich immer mache, kennt ihr ja von mir. Versuchen durch geschickte Transfers gut Gewinn zu machen. Paar Meisterschaften, Titel holen und dann, ja, der Rest ist dann Jugend, Jugend, Jugend. So, aber wir müssen mal sehen, dass wir jetzt hier auf den Trip kommen. So, jetzt gucken wir mal, wenn der zweiten Mannschaft da ein paar Gespräche führen, damit hier, kümmere dich mal um Yate. Kannst auch nichts. Du kannst also mit dem, ja, Asuafu, nee. Nee, nee, nee. Komm, ihr müsst doch mit irgendjemandem sprechen können. Beck Ferrati, der war ja mal bei Freiburg. Kanuti auch nicht. Akolo, das sieht gut aus. So, ich brauche hier mehr Namen, dass ihr euch um die kümmern könnt. Damit die in der ersten Mannschaft nicht mehr auftauchen. Versteht er? So. Hier vielleicht irgendeiner. Sieht nicht gut aus, Freunde. Das sind zu wenige. Da bleiben zu viel offen. Gucken wir mal, ob sich erstmal in der ersten Mannschaft was getan hat. Vielleicht können wir ja mit einem anderen schon mal übernehmen. Petro Ramirez, Christoffi, nee. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Scheinbar schon. Oh Mann, Mann, Mann. Asifua, so. Asifua. Ist auf jeden Fall stärker geworden. Wo haben wir die Robustheit? 65. Dauert noch ein bisschen, bis wir da was machen können.
Er ist auch robuster geworden. Robustheit 73, das müsste doch passen. So, so. Jetzt können wir den 71er Wert doch wieder reinholen. Na super. Torriecher, zack. Perrier ist uninteressant. Jacka, kein Verein an Adjie interessiert, dann gehen wir hier auf 25.000. Ansonsten dann, wie gesagt, für 0, dann sparen wir halt nur das Gehalt ein, dann ist es halt so. Ihr seht ja, die gehen scheinbar nicht weg. Die gehen scheinbar nicht weg. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Auch er geht nicht weg, obwohl er eigentlich jetzt deutlich günstiger ist als er, ne? 750.000 ist deutlich günstiger, als es nötig ist. Aha, da gibt es Interessenten, immerhin. Machen wir zwar nicht wirklich Gewinn mit, aber immerhin dann von der Gehaltsliste auch runter und noch ein bisschen Einnahmen dazu, das ist okay. Und Kalitos will wieder keiner, warum auch immer. Ich verstehe da hier so vieles noch nicht. Jugend, ja, sieht immer noch nicht gut aus. Kein gutes Talent dabei. Torwart darf aber nach Hause. Wir haben ja hier mehr als genug Torhüter, wie immer. So, jetzt muss ein Sieg her, Freunde. Muss ein Sieg her. Das kann doch nicht wahr sein. Jamity, da müssen wir drauf aufpassen. Mal nicht 1-0 in Rückstand gehen, das wär's. Ach ja, ich würde aber sagen, erstmal Folgenende, sonst wird der zu lange. Das Spiel gegen Zürich gibt's im nächsten Part. Ich hätte es jetzt beinahe, weil ich so im Flow bin, vergessen. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Ansonsten gern Kommentare schreiben, Jugendspiele übernehmen, Transferwünsche für den Winter, Aufstellungstipps, alles ist möglich. Und ja, am schönsten wäre es, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden auf Facebook oder Twitter teilt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt und neu hier seid, ein Abo dalassen, um keins meiner Videos zu verpassen. Ansonsten schaut auch auf meinem Games-Kanal Hilfakti Games vorbei oder auf meiner Facebook-, Twitter- oder Homepage-Seite. Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.